So, damit sind wir jetzt bei der letzten Aufgabe von der Mission Trickschuss, nämlich suche das versteckte T aus dem Ladebildschirm Trickschuss. Ihr wisst ja, ist das zweite T, weil Fortnite hat bekanntlich zwei Ts mit dem Namen. So, bevor wir das aber machen, kurze Info für euch. Ihr habt mal wieder die Chance, einen Skin zu gewinnen. Warum? Kann ich euch ganz simpel erklären. Ich habe euch ja versprochen, sobald ich irgendwie was bekomme durch euch, bekommt ihr das wieder zurück. Zwar nicht komplett, weil ihr könnt euch auch denken, ein bisschen was muss hier hängen bleiben, aber das nur als Dankeschön, wie zum Beispiel damals beim Creator-Code gab es einen Skin, bei der YouTube-Partnerschaft gab es auch einen Skin, erst vor einer Woche. Und weil wir kurz vor den 2000 Abonnenten sind, habe ich mir halt gedacht, ja, 2000, das ist zu nah aneinander, weil ihr wisst ja, der ganze Spaß kostet auch ein bisschen was, weil zum Beispiel ein 2000er Skin kostet halt 20 Euro. Aus dem Grund, später können das bestimmt noch ein bisschen mehr werden, aber derzeit müssen wir es einfach erstmal so belassen. Wie du den Skin gewinnen kannst, ganz einfach. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Wegen der Glocke, du aktivierst sie nicht für mich, sondern für dich. Weil so bekommst du schnellstmöglich die Infos, wann ich die Verlosung mache, wann ich einen Livestream mache, wann ich Custom Games mache und so weiter und so fort. Also ich kann dir sagen, ich lade wirklich jeden Tag das Shop-Video inzwischen hoch. Dann mache ich euch alle Aufgaben, wirklich alle. Nicht nur die, die Klicks bringen, sondern wirklich alle. Sei es Missionsaufgaben oder auch Tagesaufgaben. Weil es gibt immer wieder jüngere Zuschauer, die halt leichte Probleme haben mit diesen Aufgaben. Und dafür mache ich das Ganze. Gruß geht schon mal raus an alle Mütter und Väter, die ihren Kindern das Video quasi gerade anmachen. So, was musst du noch machen? Mir auf jeden Fall bitte eine Freundschaftsanfrage schicken. Wieso, werde ich dir gleich noch erklären. Hat nämlich einen besonderen Grund. So, das Ganze geht dann an YT-FamilyHack, genauso wie der Creator-Code, und dann auf Abschicken gehen. So, an mich selber kann ich keine Freundesanfrage schicken. So, jetzt zeige ich es euch. Wenn wir eine Skin-Verlosung machen, dann muss ich hier hingehen, muss sagen, hör mal, was für ein Geschenk willst du haben? Jetzt sagst du mir, ich hätte gerne die Splittersichel. Dann gehe ich auf das Objekt drauf, dann als Geschenk kaufen. So, jetzt machen wir einfach mal ein Paradebeispiel. Ja, inzwischen haben es alle soweit schon geschafft in die Freundesliste. Sagen wir einfach mal, du sagst mir, also ich würde dich dann fragen, wie ist denn dein Epic-Name? Ja, Leon. Ja, Leon weiter. Ja, Leon 20507. Dann haben wir dich hier. Dann haben wir ein Problem. Weil diese Spitzhacke kann ich dir dann heute definitiv nicht schenken, sondern erst morgen. Weil ich kann in einem Tag erst ein Geschenk verschenken. Warum ist das so? Man muss, wenn man frisch befreundet ist, erst 48 Stunden warten, bis man sich einen Skin rüberschicken kann. Hat den ganz einfachen Grund, wenn dein Account gehackt wird, dass einer nicht alle deine V-Bucks verballert. Also deshalb gerne Freundschaftsanfrage rausschicken. Keine Angst, ich belästige dich nicht. Ist einfach nur wegen dem Skin verlosen. Und natürlich, wenn wir du spielen oder so, damit ich dich schneller finde und ich dir beitreten kann oder auch umgekehrt. So, dann kurze Info an alle, die mich unterstützen, was den Creator Code betrifft. Bitte trag ihn nochmal neu ein, YT-FamilyHack, oder auch wenn du komplett neu bist, kannst du mich gerne auch unterstützen. Denn er wurde rausgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach nur ein Spielfehler war oder wegen dem Update. Ich kann es euch nicht sagen. Aber es kann auch sein, dass die 2 Wochen rum sind und deshalb wurde er rausgeholt. Also gerne nochmal neu eintragen. Und ihr wisst ja, dann hier auf Annehmen. Dann da oben rechts steht im Creator, wen ihr unterstützt. Und wenn ihr was kauft, bevor ihr etwas kauft, guckt immer, unterstütze ich gerade einen. Wenn nicht, tragt schnell einen ein. Wäre halt nett, wenn ich es wäre. Aber müsst ihr natürlich nicht. So, jetzt gehen wir mal zu der Aufgabe. Nämlich das berühmte. Wo sind wir dran? Fortnite. Ein T. Aber erst gehen wir kurz in Spind. Nämlich, es geht genau um diesen Ladebildschirm. Ihr seht schon, 8 Ball schwarz, 8 Ball weiß und wo ist das T? Wir suchen da. Nach was sieht es aus? Nach einem Wald. Nach einem großen Wald. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Ich würde sagen, wir gehen. Ja, in was mache ich denn das? Gruppenkeile? Wenn da Gegner sind. Ach, wir probieren es einfach in Gruppenkeile. Gucken, ob wir hinkommen oder nicht, aber müsste eigentlich safe gehen. Wie gesagt,
Solo, in jedem Modus ist das Ganze möglich. Außer natürlich im Kreativmodus, aber das dürfte eigentlich selbstverständlich sein. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist genau Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du halt in Zukunft bei Custom Games oder vor allem Solo, bei Doom Matches oder Team Matches bei mir dabei sein willst oder auch eventuell den Skin gewinnen willst, dann gern ein Abo da lassen. Wie gesagt, kostet dich nichts, unterstützt mich und du bekommst sogar noch was zurück. So, die Zone macht mit. So, wo ist diese Brücke? Die Brücke ist genau da. Da müssen wir hin. Über Weeping Woods, da oben. Genau die Brücke ist es. So, jetzt hoffe ich nur, dass da keine Gegner groß rumfliegen, weil wir wissen ja, wir haben auch die Aufgabe da. Mit den Eliminierungen und. So. Denn ich finde, die Woche kann man die Aufgaben auch wieder schön miteinander verbinden. Aber ihr wisst ja, oh Gott, jetzt wird es aber langsam schlimm. Haben die langsam die Surfer runtergefahren für heute oder was? So, zack, 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 zack. Einmal hier durchgleiten, bitte. Und da sehen wir schon die Brücke. Und der Buchstabe, warte, ich will aber erst die Waffe noch haben. Falls hier doch noch irgendeiner sich verläuft. Ach Gott, diese Lecks hier, das ist ja eklig. Ah, muss ja noch ein Bild für das Thumbnail machen. Und zack. So, wie ihr gesehen habt, ein Buchstabe fehlt noch, nämlich das E. Jetzt wird es, glaube ich, kurz laut. Ah, er landet da oben. Wie gesagt, jetzt sind wir schon Level 137. Wo war er? Aim ist da. Erster Kill. Schmeckt. Gucken, ob wir noch einen hinkriegen. So, damit haben wir gleich dann nur noch die Skin-Aufgabe. Aber die werden wir natürlich auch noch machen. Wie gesagt, ich zeige euch wirklich jede Aufgabe. Okay, die war jetzt ziemlich simpel. Einfach da landen, Dings holen, fertig ist. Lol. Kleiner Feigling. Ah, ich glaube, die. Nee, die Kisten sind oben. Ah, mit der Pistole kann ich ihm halt nicht wirklich helfen. Ich glaube, er hat ihn weggeholt. Ja, hier, ich sage, hier turnen jetzt so viele rum immer. Gucken, ob wir noch ein paar Gegner finden. Manche sagen, mach mal ein bisschen mehr Gameplay. Kann ich vollkommen verstehen, weil wenn wirklich jeden Tag nur der Shop kommt, ist ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, vielleicht gucken wir mal, dass ich halt jetzt immer, wenn ich mit euch zusammenspiele, eine Aufnahme von mache. Und wenn es ein Sieg wird, dass ich das dann eventuell hochlade und euch natürlich dann auch gerne verlinke. Also wenn wir zusammen eine Runde gewinnen, ruhig mal ein bisschen aufpassen, dass ich dann quasi euch auch verlinke in dem Video. Weil manche wollen halt echt ein bisschen Gameplay haben auf dem Kanal, kann ich vollkommen verstehen. Es hat nicht jederzeit in meinem Stream da zu sein. Also von daher wäre eigentlich auch noch eine Möglichkeit. Und ihr könnt gleichzeitig noch ein bisschen Werbung machen für euren Kanal. Habe ich auch in dem Sinne kein Problem mit. Fände ich persönlich sogar mit die beste Lösung. Und wer halt schon mal drin war, kein Problem. Dann ist das halt so. So. Rennt hier noch irgendeiner rum? Vor allem wir haben 5 Kills, Gegner 0. Läuft bei uns. Ah, wenn man hier landet, am besten echt hier die Kiste mitholen. Die Kiste da hinten. Ich kann diese Dings nicht spielen, ey. Die Salmenwaffe gefällt mir überhaupt nicht. Ich war gerade echt überlegen, wann habe ich denn den Kill gemacht? Lol. Gedächtnis wie ein Sieb. So, aber ich glaube, hier passiert jetzt soweit nichts mehr. Dann spiele ich die Runde nämlich alleine noch zu Ende, bevor ich dann halt für euch den Skin noch besorge.
Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder hier mit dem Video. Wie gesagt, wenn du die Aufgabe noch nicht hattest und ich dir helfen konnte, du bei allem mitmachen willst, sei es Verlosungen, mit mir spielen, Custom Games, dann gern ein Abo da lassen, die anderen Creator-Code nicht vergessen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.